Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jeder Bürger hat das Recht, sich einzeln oder in der Gemeinschaft mit Vorschlägen, Bitten oder Beschwerden schriftlich an den Landtag und an den Bürgerbeauftragten zu wenden. So steht es im Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz unseres Landes und der Landesverfassung. Und das, meine Damen und Herren, haben im vergangenen Berichtszeitraum auch wieder zahlreiche Bürger getan. Es waren wieder einmal zahlreiche Themen, die uns beschäftigt haben. Hierzu hat mein Vorredner bereits ausführlich berichtet. Aus diesem Grund möchte ich auf die aktuelle Entwicklung der Ausschussarbeit eingehen. Der Petitionsausschuss ist zurzeit mit einer besonderen Situation konfrontiert. Seit Beginn des letzten Jahres wird der Petitionsausschuss von einem einzelnen Petenten aus dem Land Brandenburg stark beansprucht. Allein im Jahr 2013 hat er über 275 Petitionen und im Januar 2014 120 Petitionen eingereicht. Die Themen der Petition sind ein Spiegelbild der aktuellen Medienberichterstattung. Teilweise wurde die Überschrift von Presseberichten abgeschrieben und gelegentlich mit der Bitte, das Problem zu klären, versehen und als Petition an uns gesandt. Eine solche Inanspruchnahme des Petitionsrechts bindet Ressourcen beim Ausschuss als auch bei den jeweiligen Ministerien. Das eine oder andere Mal entsteht der Eindruck, dass der Petent Parteipolitik für eine bestimmte Partei auf dem Rücken des Petitionsrechts macht. Wie eingangs erwähnt, ist es das gute Recht eines jeden, sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Doch bei massenweisen Eingaben dieses einzelnen Petenten war eine Vielzahl von Petitionen, die kein ernsthaftes Anliegen erkennen ließen. Dies erfordert eine genaue Prüfung, damit ernsthafte Petitionen auch dieses Bürgers erkannt und weiterhin bearbeitet werden können. Meine Damen und Herren, aus diesem Grund gilt mein Dank daher besonders dem Ausschusssekretariat, das diesen Petitionsansturm erfolgreich bewältigte. Die CDU-Fraktion wird der Beschlussempfehlung zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.